Ja, die Katha, sie ist unüberhörbar, unermüdlich und eigentlich auch unaufhaltsam. Katharina Schulze habe ich kennengelernt, bei Lichte betrachtet und im Grunde genommen als rotzfreches Mädchen. Aber mein Problem war, dass mir das gefallen hat. So, jetzt gehen wir nochmal flyern und jetzt gehen wir nochmal flyern. Oh, die Frau hat Pfeffer im Arsch. Sie hat mich auch ein bisschen an mich erinnert, im gleichen Alter damals. Ja. Die Katha war damals im Münchner Bürgerentscheid meine Münchner Stimme. Also ich sage mal, das Wichtigste sind die gewonnenen Bürgerentscheide. Das ist ja auch was ganz Neues, dass man Bürgerentscheide gewinnen kann. Und sie ist kurz später Stadtvorsitzende geworden und jeder weiß es ja, die Debatten mit einem Stadtvorsitzenden, mit einer Stadtratsfraktion, die eine andere Meinung vertreten hat, das ist natürlich als neu in so einem Posten eine schwierige Aufgabe, dann den Laden im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzuhalten. Und das hat sie auch mit ihrer Art, die durchaus etwas unruhig manchmal ist, gut hinbekommen. Immer auf unsere sozialdemokratische Kosten, aber mit großem Erfolg. Der Münchner Bürgerentscheid war für den Widerstand gegen die dritte Startbahn eine ganz entscheidende Geschichte. Ohne diesen Münchner Bürgerentscheid würde wahrscheinlich heute schon gebaut werden. Weil die Katha einfach genau ja, wie so ein Pulsfühler ist, wo die Themen sind, wie man sie einschätzen muss, wie man sie bearbeiten muss. Aber bei der Katha war das immer so, wenn sie mit irgendwas unzufrieden war oder meinte, sie wollte das jetzt nicht, dann hat sie es einem deutlich gesagt. Aber wenn man mit der Katha einmal einig war und gesagt hat, so machen wir das jetzt, dann konnte man sich 100% darauf verlassen, dass es so passiert. Und das hat die Arbeit sehr leicht gemacht mit ihr. Dass man mit ihr gut auch streiten kann. Also man mit ihr streiten kann, aber trotzdem hinterher auch was trinken gehen kann, auch wenn sie immer bei ihrem Spezi bleibt. Ja, meine Hose natürlich, das hat mich traumatisiert, ja. Ich altmodischer Mensch dachte, ich wundere, was ich da Tolles tue. Und dann hat sie gesagt, ich will keine Rose, ich will eine Führungsposition. Wo sie manchmal ein bisschen nervig ist, sie ist halt, hat manchmal eine Highspeed drauf, wo kaum jemand nachkommt. Man muss nur schnell zuhören. Man muss schnell zuhören und schnell kapieren. Dann hat man überhaupt kein Problem mit Katar. Ja, also sie findet, glaube ich, recht schnell für jedes Problem eine Lösung. Ja, die ist da sehr schnell, ja, und hartnäckig. Ja, also hat man ja auch gemerkt bei der dritten Startbahn, hat sie auch nicht locker gelassen. Und das habe ich immer sehr geschätzt an ihr, dass man sich dann auf ihren Rückhalt auch verlassen konnte. Und auch sonst das Ergebnis der Kommunalwahl war auch super. Ich denke, da hat sie auch ganz viel damit zu tun gehabt, ja. Es ist ziemlich langsam, glaube ich, bei den meisten so gesickert. Es könnte zu Ende sein mit der großen Koalition. Und sie war so, glaube ich, eine der ersten, die das erkannt hat, dass wir nicht um jeden Preis mitregieren sollten. Dass eine Partei, wenn sie Vertrauen für die Zukunft gewinnen will, auch Verdienste in der Vergangenheit vorweisen muss. Denn was sie in München unter dem Bürgermeister Hepp Monatsieder und dem Fraktionsvorsitzenden Sigi Benker geleistet haben, lässt sich sehen, hält jeden Städtevergleich aus. Und auch über die Sache mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, wenn sie das auch im Landtag beibehält, dann denke ich, kann sie nur erfolgreich werden. In der Fraktion ist immer sehr auffällig, in den Fraktionssitzungen, wenn zu lange geredet wird und man sich eigentlich manchmal das Gefühl hat, manche wollen sich nicht wirklich entscheiden, ist die Katha eine, die immer drauf pocht, jetzt muss die Entscheidung her, wir müssen uns jetzt festlegen, um wirklich weiterzuarbeiten. Und das ist wahnsinnig positiv. So dieses Engagement und dieses innere Brennen, das ist ja etwas, was, also diese politische Leidenschaft, das ist die Grundlage, glaube ich, für eine gute Politikerin. Sie hat schon große Fußabdrücke hinterlassen. Ich bin mir ganz sicher, da kommt noch mehr, da haben wir noch mehr zu erwarten von der Katharina und ich freue mich drauf.